Laune. Spaß! 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 Ab zum Golf. Stopp? Wie Stopp? Wir haben gar nicht angefangen. Hey, das ist ein Minispiel, oder? Ach so, ach, ich muss den Pfeil treffen. Oh, ja, ja, Moment, das habe ich natürlich vermisst. Nee, hey, warum muss ich zurück zum Start? Das ist aber kein Spaß. Das war ganz gut. Nö. Ich würde sagen, machen wir mal volle Power. Oh, das war sehr schlecht. Mein Funscore hält sich in Grenzen. Kann ich hier Items benutzen? Ich kann hier keine Items benutzen. Ich kann nur versuchen, das Ding zu treffen. Aber warum ist denn hier... Ah, nein, nein, nein. So war das nicht gemeint. Hey, gar nicht mal so schlecht. Aber was ist das denn für ein komischer Golfplatz, wo man mit einem Schlag treffen muss? Vielleicht muss ich nur aufs Grün kommen oder so. Ich probiere mal volle Power. Moment. Yep. Oh, ich bin so schlecht, aber ich habe auch das Gefühl, es reagiert nicht ganz in dem Moment, wo ich drücke. Ich glaube, es reagiert in dem Moment, wo ich loslasse. Testen wir diese Theorie einmal aus. Ja, das funktioniert. Also wenn das nicht perfekt ist... Ball? Was? Oh. Und das war kein Spaß? Hey! Ah, doch, da, 1000 Punkte hat's gebracht. Okay, dann haben wir... Oh, Kinder abschießen. Wie? Oh, ho! Ach so. Das sind alles Feuerknöpfe. Allein dafür kriege ich schon Spaß. Ich wollte die Pflanze, aber ich kann nicht die Pflanze erschießen. Oh Gott, das ist schwer. Verdammte Kinder. Nee, Moment mal, ein Schnabeltierring. Wo sind die denn? Ich sehe sie gar nicht. Hat sich irgendwas bewegt? Da! Oh, ja! Haha! Hab eins erwischt. Nein, ich will nicht noch bewegen. Diese Steuerung. Geht das nicht auch mit der Tastatur? Oh, es geht mit der Tastatur. Oh, wunderbar. Oh, das ist klasse. Das macht die Dinge etwas einfacher. Oh, ja. Das macht die Dinge deutlich einfacher. Warum wird einem das nicht erklärt? Nur diagonal geht nicht mit der Tastatur. Nee, Moment mal, du Rotzlöffel. Naja, gerade so. Bam! Bam! Alle erwischt! 3505! Hier gibt es nichts. Auch hier kann ich keine Items benutzen. Ich kann nur blubbern. 5000. Und das Autorennen habe ich nicht ganz kapiert. Ich kann nur Gas geben. Ich drücke jetzt mal nichts. Mal gucken, ob er dann auch crasht. Kann ich ja auch steuern oder so? Nö. Ach so. Ich glaube, ich muss mehr Gas geben, weil sonst geht es hier nicht voran. Aber mehr Spaß bringt es auch nicht.
Ja, doch ein bisschen. Achso, ja, ich kann da drauf bleiben, genau. Wie? Mein Spaß geht wieder runter. Warum zieht er denn weg, wenn ich Gas gebe? Ich finde, du übertreibst es etwas. Man kann den Fun nicht forcieren, Alter. Bei wie vielen Punkten bin ich denn? Im Rufus! Was sitzt du denn da rum? Wie viele Punkte? Du? Ich glaube, da hinten will einer was von dir. Rufus, wir stehen am Rande einer Zeitschleife. Das wird sich alles wiederholen, wenn wir nicht. Nur mehr Krommelmümmel. Und warum regt er sich so auf? Einfach ignorieren. Und sag mir, wie viele Punkte ich hab. Nicht genug. Warum gibst du nicht einfach auf und genießt den Tag? Weil ich das schon gemacht hab. Ich muss 10.000 Punkte. Ja, und schon geht alles wieder zu. Ich habe sie schon wieder verpasst. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Die Dienstbots haben Robocudings da. Na, wenn das so ist. Bringen Sie meinen Helm in die Reinigung und verschwinden Sie. Okidoki. Ich glaube, ich kann Goal auch diesmal nicht stoppen, deswegen werde ich gleich wieder laden, um den ganzen Mist nicht nochmal machen zu müssen. Ups. Aber einmal probiere ich es noch, sie einzuholen. Es läuft ja immerhin eine Zeit mit. Was kann ich denn machen in dieser Zeit hier draußen? Nicht so viel, oder? Aha. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name ist Ich überspringe jetzt den Dialog, dann habe ich mehr Zeit. Du darfst nicht gehen. Jetzt reicht's mir. Nein, dann sagt sie mir sie. Bla bla bla. Das kennen wir schon. Sie hat keinen Bock drauf. Und deswegen lade ich es nochmal. Haha. Ich muss irgendwie in die Computerzentrale. Aber wie, was heißt denn jetzt hier? Ich brauche außerdem Datasetten. Hey, Moment mal, habe ich den schon benutzt? Achso, der braucht auch die Datasetten. Genau, das war das. Dafür brauche ich ja die Datasetten. Ich erinnere mich. Ich hätte gern Datasetten. Habt ihr Datasetten gesehen? Ihr lieben Streicheltiere? Dafür brauche ich nur meine Finger und einen Moment, in dem ich mich unbeobachtet fühle. Der Kerl starrt aber ganz schön. Dafür brauche ich nur meine Finger und ein. Okay. Da, 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 da. Down, ba, da, da, down. Wah, ba, 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 ba. Die Taste soll röter klingen. Ist das ein. Ist röter klingen ein tatsächlicher musikalischer Begriff oder ist das einfach nur ein dämliches Deponia-Ding? Ihr wisst schon. Ne? Weil es macht keinen Sinn. So eines hatte ich mal im Keller angelegt. Eine meiner wenigen Ideen, die Toni auch total lustig fand, bis die Schlangen geschlüpft sind. Nein, danke. Meine Hände sind noch ganz wachsig von den anderen. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken, meine Innentaschen zu waschen. Kann ich die Bälle in der Wärmelampe schmelzen? Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger ran, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Und jetzt? Da ist noch Musik drin. Leider kenne ich die Noten nicht. Ich muss meine Sachen nicht desinfizieren. Da sind nur die Bakterien aus meinem Mantel drauf. Und die können mir schon lange nichts mehr anhaben. Plastikschmelz mit der Key, dachte ich jetzt hier. Nur nein. Alles ist besser als Wurst.
Das hat seine eigene Haut. Das ist zwar kolossaler Unsinn, aber gut zu wissen, dass ich für den Fall der Fälle immer noch das Stroh im Hinterkopf habe. Aber Moment mal! Das habe ich eigentlich ganz vergessen. Et voilà, ein weiteres Meisterwerk des psychoaktiven Zukunfts-Origami. Und den bekommt der Älteste. Und was ist das jetzt? Ein Bestechungsversuch? Du Scherznudel! Auf Elysium haben wir doch alles, was wir brauchen! Außer einem Verwaltungssystem, das sich durch ein bisschen Fakelaki beschleunigen lässt. No, okay, das geht nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Aber wir haben so einen Aluhut, das ist gut, den können wir irgendjemand anders geben. Wer ist denn hier verantwortungsvoll? Moment, Habitatring. Henna Tenna? Nein, bloß nicht. Unser Schwiegervater zukünftiger, also der Vater von Gole? Niemals. Funzone gab es sowieso niemanden, der ansprechbar ist. Vielleicht die Ältesten in der Chillout-Zone. Oder so ein Kuscheltier. Dafür brauchen wir. Naja, okay. Was ist das? Och, nur ein kleines Präsent. Eine Hand wäscht die andere. Schrittweise, verstehst. Dann muss ich passen. Ich habe vorhin meine Hände eingefettet, damit das Streicheln leichter von der Hand geht. Ugh. In der Cocktailbar vielleicht? Da gab's auch Älteste. Der da sieht aus, als würde er einen Aluhut gut gebrauchen können. Schau mal, was ich hier habe. Was auch immer es ist, es muss warten. Ich bin momentan nämlich nicht im Dienst. Sag bloß. Und ich Trottel wundere mich, warum ich kein Blaulicht sehe. Ja Mist, bleibt nur noch einer. Nur noch ein einziger. Wie ist nochmal? Ach da. Der hier wird sagen, er hat keine Zeit, er wird gerade durchgeknietet. Bleib mir mit deinem Firlefanz vom Leib, ich bin nicht im Dienst. Aber vielleicht können wir den Roboter einwachsen. Ich störe ihn lieber nicht bei der Arbeit. Oder wie meine Echsenhaut. Das ist für meinen Geschmack schon mehr als genug Haut. Oder. Oh, das ist auch. Bleib mir mit deinem Firlefanz vom. Ich bin nicht. Ich hätte mich als Ulysses verkleiden können. Die Sauna ist auch noch geschlossen. Die Sauna ist geschlossen. Ach, egal. Dieses ganze Zeitger... Nee, gut. Aber. Wem gebe ich denn jetzt meinen lustigen Hut? Doch nicht etwa... Also nicht den... Nein. Nein, danke. Alles, was wir brauchen. Und ist Liebe. Ja. Geht. Ich probier's doch mal hier, aber... Oh, ich könnte den... Nicht doch. Das wäre ja Amtsmissbrauch. Was? Ich könnte den Aluhut in Ulysses Helm stecken? Dann hätte er den Aluhut auf und würde... sich in der nächsten Iteration daran erinnern, was ich passiert ist. Ich nehme eine zweite Chance, einen ersten guten Eindruck zu hintergehen. Das wäre natürlich nicht klug, weil Ulysses ist unser Feind, aber hey. Was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Nö, das geht wohl nicht. Warte mal, ich bringe ihm mal seinen Helm und guck mal, was er sagt. Warte. So. Ich nehme den Helm jetzt mit, wenn's recht ist. Sind sie immer noch Nein, da? Ich meine, ich bringe ihn, egal. Achso, das habe ich ja tatsächlich schon probiert. Ja, ich muss irgendwie diese Wursttaste noch, Ich muss meine Sachen senden und die können... Nicht alles wird besser mit Haut. Im Grunde gilt das nur für Pudding, Huhn und vielleicht noch Muskelgewebe. Ja. Was? Hey, das ist der Anfang einer richtig guten Verkleidung hier. Aber wo gibt's denn noch Leute? Metronicle. Mac? Ja? Nur um sicherzugehen, dass ich diese Zeitreisesache richtig verstehe.
Eigentlich kann ich mir das auch selbst zusammenreiben. Genau, nein, das wissen wir schon. Das macht ja eh keinen Unterschied. Das ist nicht wichtig. Er soll uns lieber sagen, was wir tun müssen. Kannst du Goal bitte beim nächsten Mal aufhalten? Ohne sie könnte das hier auf Dauer ganz schön öde werden. Unmöglich. Als sie hier vorbeikam, steckte ich noch in der Röhre fest. Außerdem halte ich deinen Plan für ziemlich ich-bezogen. Ach, du findest mich egoistisch. Wie oft hast du denn die Welt gerettet oder dich für andere in den Tod gestürzt? Denk dran, noch hast du das alles nicht getan. Das sehe ich anders. Ich finde, ich habe mir zur Abwechslung mal ein und wenn sie nicht gestorben sind, verdient. Und? Willst du nicht langsam mal da rauskommen? Nein. Das hier ist nicht unsere Zeit. Wir sollten nichts anfassen. So ein Blödsinn. Wer nichts anfasst, hinterlässt auch keine Spuren. Das gilt für die Zeit genauso wie für Wenzels Pudding. Was sollten wir denn deiner Meinung nach tun? Ich bin ratlos. Das Hochboot ist fort. Und damit die einzige Möglichkeit, rechtzeitig nach Deponia zu kommen. Hab ich eh nicht vor. Aber Rufus, du musst! Oder meinst du etwa, du kommst in dieser Zeitlinie ohne Planet unter den Füßen aus? Ach, Deponia retten kann ich auch von ihr aus. Ich brauche nur zum Ältestenrat und... Ha! Geistesblitz! Wenn ich dem Ältestenrat beweise, dass Deponia bewohnt ist, dann ist die Inspektion unnötig. Sie werden das Hochboot zurückrufen. Potzpoldi, dann kämen wir doch noch rechtzeitig nach Deponia, um den Zeitreset zu verhindern. Oder ich bleibe einfach zusammen mit Goal auf Elysium. Schlussfanfare, Vorhang zu, Happy End. Standing Ovation. Und am nächsten Tag geht derselbe Vorhang wieder auf. Und dann wieder. Und wieder. That's Entertainment. Wir müssen einfach allen Leuten auf Elysium solche Hüte machen. Wie war noch gleich, was? Wie war doch gleich mein brillanter Plan? Du wolltest beim Ältestenrat vorsprechen, um das Hochboot zurückzurufen. Genau. Und dann, oder ich bloß verfahre. Okay. Bis später. Oder beides. Gibt's hier noch was? Nein, natürlich nicht. Dann frage ich mich, wie das mit dieser Taste hier funktionieren soll. Und warum man am Anfang nur dieses Säcki hatte und so ein Unsinn. Dafür brauche ich nur meine Finger und mein musikalisches Talent. Igitt, was für ein wurstiger Sound! Um zum Computerkern zu kommen, müsste das deutlich röter klingen. Da fehlt ein Klangstab. Wie, da fehlt ein Klangstab? Natürlich fehlt da ein Klangstab, Rufus. Da fehlt ein Klangstab. Erzähl mir was Neues. Wir haben einen verdammten Aluhut, warum will den denn niemand? Du schon wieder. Was gibt's? Wer wird denn gleich rot werden? Wie meinen? Du hast Scharlachhaut. Du leidest unter Hydrantenpigment. Du bist rot wie ein Pölser. Oh je, wie peinlich. Korrekt. Schäm dich. Ja, leg doch mal ab, die rote Haut. Die brauche ich. Aber warte mal, ich habe da eine Idee. Danke für nichts. Keine Ursache. Das ist mein Job. Das? Es ist so dumm. Na, wer sagt's denn? Rot wie Tacks Nase am Schlammkuchenfest. Aber es ist so dumm. Und warum klingt's jetzt gut? Ein Gast, komm rein. Fühl dich wie zu Hause. Nimm dir einen Keks. Der schon wieder. Warum ist es so dumm? Wiedersehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.